Vor gut zwei Wochen verunglückte auf der Autobahn 1 ein Lastwagen, der Nickelchlorid geladen hatte, eine Substanz, die als Gefahrgut deklariert werden muss. Große Mengen des Stoffes sickerten ins Erdreich. Der Schaden an der Umwelt war beträchtlich. Jeden Tag donnern Lastwagen mit solchen Gefahrgütern über die Straßen im Bergischen Land. Im Jahr werden so mehrere hunderttausend Tonnen brisanter Ladung quer durch die Region transportiert. Die gesetzlichen Bestimmungen dafür sind streng, werden aber ständig erneuert. Aus diesem Grund hat heute die IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid Spediteure der Region über neue Auflagen informiert, auch um Unfälle in Zukunft vermeiden zu helfen. Rund 20 Jahre ist sie alt, die Verordnung zum Transport von Gefahrgütern. Doch diese Bilder gibt es immer wieder, ob Öl- oder Schwefelsäure. Wenn ein Gefahrguttransport verunglückt, sind die Folgen oft drastisch. Der letzte Fall im Bergischen Land noch vor zwei Wochen, giftige Chemie ergießt sich über die A1. Gefahrgüter von Lösungsmitteln bis zu hochgiftigen Chemikalien, die Industrie braucht und produziert sie zuhauf. Allein das Unternehmen Herberts schickt etwa 37.000 Tonnen Gefahrgüter im Jahr auf die Straße. Um Risiken zu vermeiden, arbeitet Herberts mit Speditionen zusammen, die auf Gefahrgüter spezialisiert sind. Fahrer ohne Gefahrgutschulung und entsprechenden Nachweis kommen hier gar nicht erst aufs Gelände. Als relativ sicher gelten auch die Tanklastzüge. Zu augenfällig sind die Risiken für alle Beteiligten. Jahrelang als problematisch galten die kleineren Fuhrunternehmen. Die immer höheren Sicherheitsanforderungen des Gesetzgebers verursachten hohe Kosten. Die Spedition Wohlfahrt gehörte nicht zu den Sorgenkindern. Als Unternehmen mit 250 Lkw-Zügen bundesweit will es sich schlechte Nachrichten nicht leisten. Deshalb achtet man hier nach eigenem Bekunden penibels auf die Einhaltung der Vorschriften vor jedem einzelnen Einsatz. Wir haben die Fahrzeuge entsprechend der GGVS ausgerüstet. Zu dieser Ausrüstung gehört eine persönliche Schutzausrüstung. Eine Werkzeugkiste für Notreparaturen, Warnblinkleuchten, die GGVS-Schilder. Die werden vorne und hinten an der Beförderungseinheit angebracht. Die müssen dann geöffnet werden, wenn sie Gefahrgut in kennzeichnungspflichtige Mengen geladen haben. Dann zusätzlich wird unser Personal zu den gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen noch jährlich hausintern geschult. Der Theorie nach kann hier also kaum etwas schiefgehen, sollte man meinen. Doch Gefahrenpunkte lassen sich nicht ausschließen, erst recht nicht im Bergischen Land. Denn wo Lkw solche Straßen benutzen müssen, liegen die Risiken nahe. Gefälle von 10% sind keine Seltenheit. An versagende Bremsen möchte man hier selbst ohne Gefahrgut auf der Ladefläche kaum denken. Doch der Gefahrgutbeauftragte wiegelt ab. Die Topografie hier. Die stellt besondere Anforderungen an den Kraftfahrer, aber man sollte auch die Flachlandstrecke nicht unterschätzen, weil da neigt man zu Unterschätzung der Gefahren und der Geschwindigkeiten, die gefahren werden. Und auf gerader, ebener Strecke treten auch schnell Ermüdungserscheinungen auf. Diese Ermüdungserscheinungen, sie weisen auf ein ganz anderes Problem hin. Denn trotz immer ausführlicherer Gefahrgutverordnungen, viele kleinere Speditionen kämpfen ums Überleben mit gefährlichen Folgen. Ja, die fahren über die Sozialvorschriften und versuchen, mit geringem Personaleinsatz größtmöglichen Umsatz zu machen. Weil der Kostendruck in diesem Gewerbe ist immens. Und um zu überleben, ist halt Kampf bis aufs Messer angesagt. Das heißt, es wird geschludert. Wenn auch die großen Fuhrunternehmen die Standards anscheinend erfüllen, solange die schwarzen Schafe der Branche auf der Straße sind, bleibt die Sicherheit nicht selten auf der Strecke.